Der Würgl-Verein Community übernimmt seit 2012 Aufgaben der Bereiche Jugend und Integration und entwickelt Gemeinwesen. Community ist ein unabhängiger, überkonfessioneller und nicht gewinnorientierter Verein. Der Wirkungsbereich des Vereins erstreckt sich von Würgl über die Umlandgemeinden auf den ganzen Bezirk und projektbezogen über das Tiroler Unterland. Die Jugendinitiative iMotion entwickelte sich bereits 2005 aus der Agenda 21 und nimmt Bezug auf das Konzept des weltweit beachteten Würgl-Freigeld-Experiments aus den 30er Jahren. iMotion bietet Jugendlichen ab 12 Jahren Möglichkeiten zu sinnvoller Freizeitgestaltung, sich damit in die Gesellschaft einzubringen und Fähigkeiten und Kompetenzen auszubauen. Sowohl Institutionen als auch Privatpersonen können bei iMotion als Auftraggeber agieren. iMotion leitet die Aufträge an Jugendliche weiter, die sich für die jeweilige Tätigkeit melden können. Unterstützung von älteren Menschen rund um digitale Medien, Schneeschaufeln, Einkaufen gehen, Gartenarbeit und Versorgen von Tieren gehören zu den Kernaufgaben. Außerdem werden nach Bedarf Flyer und Plakate für verschiedene Institutionen und Veranstaltungen in Würgl-Geschäften verteilt. Kinderbetreuung und Mithilfe bei Kindergeburtstagen oder Veranstaltungen und Hausaufgabenbetreuung in der Lernfreude sind häufige Aufträge. Würgl-Sozialreferent Christian Kovacevic sieht in dieser Initiative einen ganz großen sozialen Mehrwert für die Stadtgemeinde Würgl. Abgesehen davon, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, Freunde kennenzulernen, aber auch eine Kleinigkeit dafür zu bekommen, ist der besondere soziale Mehrwert das Zusammenführen der jüngeren und der älteren Generation, die sich gegenseitig kennenlernen und voneinander profitieren können. Und ich glaube, das ist ein absoluter Mehrwert und eine Bereicherung für die Gesellschaft einer jeden Gemeinde. iMotion-Projektleiterin Johanna Lucker-Dönmetz kann sich an einige tolle Highlights erinnern. Also ein Highlight bei iMotion ist für mich, dass man die Jugendlichen ein Stück weit begleiten kann auf ihrem Weg. Man sieht, wie sie sich weiterentwickeln und wie sie ihre Fähigkeiten und Interessen ausbauen und erweitern. Jugendliche erhalten für Hilfstätigkeiten im Gemeinwesen Zeitwertkarten, die sie wiederum in lokalen Betrieben einlösen können. Dieses Projekt stiftet generationenübergreifend Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Zeitwertkarten fördern lokale Wirtschaftskreisläufe, die wiederum zu einer besseren Versorgungsstruktur vor Ort führen. In Anerkennung für die Initiative iMotion erhielt der Verein Community den grenzüberschreitenden Preis Glanzleistungen, das junge Ehrenamt der Europaregion Tirol.